Forsttechnik kam auf unserem YouTube-Kanal zuletzt ein bisschen kurz. Das wollen wir mit diesem Zweiteiler nun ändern. Gefilmt in Bayern, dem Saarland und in Hessen haben wir Forstunternehmer mit modernster Technik von John Deere im Einsatz begleitet. Einen besonderen Fokus legen wir dabei auf die Spezialumbauten von Haas Maschinenbau. Ein Drittel der deutschen Landfläche ist bewaldet. Die Wälder sind ein Raum für Natur, Erholung und Klimaschutz. Zudem stehen die Forstwirtschaft und die Holzgewinnung für viele Arbeitsplätze, Unabhängigkeit und die Produktion nachwachsender Rohstoffe. Das Bundesland Hessen verfügt über einen überdurchschnittlich hohen Waldanteil in Deutschland. 42% der Landesfläche sind bewaldet. Zwischen Fulda und Frankfurt am Main ist die erste Station dieses Filmprojekts der Forstbetrieb von Wolfgang Lauer. Seit 2 Jahren setzt man im Betrieb die Forstmaschinen mit diesem 510 PS starken Mercedes-Benz Arox um. Die Harvester und Rückezüge können mittels des 16 Meter Aufliegers schnell und flexibel zu ihren Einsatzorten gebracht werden. Die meisten Aufträge werden in einem Umkreis von 150 Kilometern bearbeitet. Hin und wieder geht es aber auch mal weiter weg. Karl-Heinz ist Berufskraftfahrer und hauptsächlich mit dem Umsetzen der Forstmaschinen beschäftigt. Rund 24 Tonnen bringt der Harvester samt Kran, Harvesteraggregat und Traktionswinde auf die Waage. Vorsichtig fährt Mitarbeiter Benjamin die Forstmaschine vom Tiefbettanhänger. Wolfgang Lauer hat das Unternehmen 1999 gegründet. Der gelernte Elektroniker ist auf einem Landwirtschaftsbetrieb aufgewachsen und kam so schon in Kindertagen mit der Waldarbeit in Berührung. Der Betrieb ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Die Flotte zählt aktuell 8 Rückezüge und 5 Harvester. Hinzu kommen Bagger, Teleskoplader und ein Sonderbau für die Pflanzflächenvorbereitung, sowie diese Valtra T-Serie mit Auslegemulcher. Wolfgangs Neffe Benjamin fährt den 1270G. Er ist seit 2013 einer von 10 Festangestellten im Betrieb. Begonnen hat er mit der Arbeit auf einem Seilschlepper. Es folgte der Rückezug und seit ein paar Jahren darf er nun auch den Harvester fahren. Eine Aufgabe, die viel Umsicht und Geschick benötigt. Das Gelände ist abschüssig und Benjamin nutzt die Traktionshilfsseilwinde, um den Harvester zu sichern. Angebaut ist hier das Windensystem High Grade Easy Rear von Haas Maschinenbau. Das Stahlseil wird mittels Baumschoner um einen geeigneten Baum oder Stumpf gelegt und die Fahreigenschaften des Harvesters so im Gelände verbessert. Auch kann somit oftmals auf das Anlegen von Ketten oder Bändern verzichtet werden. Haas Maschinenbau entwickelt die Windentechnik exklusiv und in Lizenz für John Deere Forstmaschinen und bietet so eine für viele Kunden nützliche Option. Die Manövrierbarkeit der Forstmaschine im Gelände wird deutlich verbessert. Zusätzlich ist die Seilwinde hydraulisch im Neigungswinkel verstellbar. Die Bedienung erfolgt per Funkfernbedienung oder mittels einer Steuereinheit in der Kabine. Die Zugkraft ist stufenlos von 0 bis 9 Tonnen einstellbar. Das Seil ist 400 Meter lang. Der 1270G ist mit seinen 268 PS der aktuell zweitgrößte Harvester von John Deere. Hauptsächlich in den Dimensionen unterscheidet er sich vom Topmodell 1470G. Gebaut wird dieser als 8-Rad oder wie hier zu sehen als 6-Rad-Maschine. Vorteile des 6-Rads sind das niedrige Gewicht und die Wendigkeit am Hang. Die fehlende Traktion gegenüber dem 8-Rad macht er durch die Traktionshilfswinde wett. Hier findet eine Eichendurchforstung statt. Stiel- und Traubeneichen gehören zu den wertvollsten heimischen Baumarten. Die wertsteigernde Pflegemaßnahme zielt dabei darauf ab, sogenannte Zukunftsbäume oder kurz Z-Bäume
die besonders gut und astfrei gewachsen sind, in ihrem Stamm- und Kronenwachstum zu fördern. Dafür ist es notwendig, an verschiedenen Stellen des Bestands Bäume zu entnehmen. Einen Harvester zu beherrschen und die Arbeit zügig und sicher zu erledigen, erfordert viel Übung und vor allem Talent. Nicht selten geben Anwärter nach kurzer Zeit auf. Nach rund 1,5 Jahren sitzen die wichtigsten Handgriffe. Doch man wird immer noch von Tag zu Tag besser. Mit der linken Hand werden unter anderem das Schwenkwerk, das Teleskop und der Wipparm bedient. Mit der rechten Hand werden unter anderem das Aggregat, die Säge und der Hauptarm gesteuert. Die Stammlängen und Durchmesser werden über den Harvesterkopf ermittelt und Benjamin im Terminal angezeigt. Am 10 Meter Kran ist der leistungsstärkste für diese Maschine zugelassene Harvesterkopf H415 angebaut. In Sekundenbruchteilen wird der Stamm entastet und auf verschiedene vom Waldbesitzer gewünschte Längen geschnitten. Mindestens einmal im Jahr veranstaltet Haas Maschinenbau eine Live-Demo, auf der man sämtliche Umbauten im praktischen Einsatz präsentiert. 2021 fand diese Vorführung im Saarland statt. Auch wir waren vor Ort. Den Interessenten präsentierte man hier auf Basis von 3 speziell umgerüsteten Rückezügen verschiedene Techniken, um Lang- und Kurzholz aus dem Wald zu bergen. Der Rückezug, oder auch Vorwader genannt, folgt dem Harvester, um die Holzabschnitte aus dem Wald zum Lagerplatz zu transportieren. Im steilen Gelände kommt die Maschine mit der tonnenschweren Beladung dabei schnell an ihre Grenzen. Viele Forstbetriebe bedienen sich deshalb der Traktionshilfseilwindentechnik, kurz THSW. Eine Möglichkeit ist es dabei, im Dreipunktanbau eines Traktors eine Seilwinde anzubauen, die flexibel zum jeweiligen Einsatzort gebracht werden kann. Um dem unbemerkten Umstürzen entgegenzuwirken, wird eine Sicherheitsleine befestigt, die im Falle des Kippens die Winde abschaltet. Über den hydraulischen Abstützsporn wird die sogenannte Three-Point-Winch im Gelände gefestigt. Traktor und Winde stehen zudem in Flucht, was die Gelenkwelle schont. Hydraulisch lässt sich der Seillauf auf die Hangneigung anpassen. Die Bedienung erfolgt per Fernsteuerung, was in der Praxis natürlich auch vom gezogenen Fahrzeug aus möglich ist. Eine weitere Alternative für die Arbeit im Gelände ist eine integrierte THSW. An einem ausreichend stabilen Ankerbaum befestigt, zieht die Winde das Fahrzeug samt Ladung den Hang hinauf oder dient der Sicherung. Der Bediener kann auch hier mit ausreichendem Sicherheitsabstand den Vorgang per Fernbedienung steuern. Der 1510G ist im Programm von John Deere übrigens der zweitstärkste Rückezug und kann rund 15 Tonnen Holz transportieren. John Deere bietet von Haus aus keine Rücke- und Traktionsseilwinden an. Solche Spezialumbauten finden lizenzgebunden durch Haas Maschinenbau statt. Seit vielen Jahren hat sich das bayerische Unternehmen auf kundenspezifische Lösungen an John Deere Forstmaschinen spezialisiert. Im Fokus steht dabei für viele Kunden, ihre Rückezüge universell einsetzbar zu machen. Ein schönes Beispiel dafür ist das Haas-System Manual, bei dem die beiden Fahrzeugkonzepte Vorwader und Skidder miteinander verschmelzen. Nachdem in wenigen Minuten der Rungenkorb durch eine Klemmbank ersetzt wurde, kann nun Langholz gerückt werden. Eigentlich die Aufgabe für einen Skidder, der als geländegängiges Fahrzeug speziell für den Langholztransport konzipiert ist. In Deutschland wird beim Stammholz ab einer Länge von etwa 6 Metern von Langholz gesprochen. Dieses wird mit speziellen Lastwagen mit Ladekran und Nachläufer transportiert und kann somit Stammlängen bis zu 21 Meter aufweisen. Die Bergung aus dem Gelände ist anspruchsvoll.
Beim Holztransport im Bestand nutzt man die festgelegten Rückegassen, auf denen im Idealfall der Harvester das Reisig wie eine Matte abgelegt hat. Der umliegende Baumbestand darf beim Rücken nicht beschädigt werden. Um die Wendigkeit des Achtrads zu verbessern, kann der Fahrer dieses 1510G die vordere Achse hydraulisch anheben. Dieser Haas-Umbau, auch Boogie-Lift genannt, kann aber auch dazu dienen, die Traktion zu erhöhen. Nämlich dann, wenn sich der Rückezug in schwerem Gelände bewegt und die Achse hydraulisch unterstützt, wieder Boden unter die Füße bekommt. Die Klemmbank hat einen Durchmesser von 2 Quadratmetern und ist damit die zweitgrößte, die Haas Maschinenbau anbietet. Beim Entladen wird der erste Stamm vom Fahrer auf den sogenannten Stammkamm gelegt und das nachfolgende Holz dann darüber hinweggeschliffen. Eine Arbeit, die ebenfalls viel Übung benötigt. Weiter geht es schon in Kürze mit Teil 2. Darin werden wir uns den 1210G bei einem der ersten Einsätze für das Forstunternehmen Wolfgang Lauer in der Praxis anschauen und dabei natürlich einen Blick auf die Sonderumbauten werfen, die durch Haas Maschinenbau stattgefunden haben. Einfach unseren Kanal abonnieren und die Fortsetzung nicht verpassen.